Hallo ihr Lieben, heute geht es wieder weiter mit den Pflanzen. Und zwar habe ich hier ein paar, zum Beispiel hier habe ich meine Bonsai-Chili und ich werde die heute mal alle pikieren. Beziehungsweise das sind eigentlich nur jeweils, ist da nur, obwohl bis auf eins vorhanden. Wie eben hier eine Bonsai-Chili. Ich zeige euch einfach mal, wie ich das mache. Ich habe mir jetzt hier einfach irgendwas runtergelegt. Ich lockere das jetzt erstmal. Und werde die Pflanze hier ganz langsam befreien und vorsichtig. So, da haben wir sie schon. Und ich werde jetzt auch einfach diesen Becher hier nehmen. Den habe ich nämlich schon beschriftet. Wir brauchen aber jetzt Löcher. Wir hatten hier unten ja keine Löcher drin. Und das zeige ich euch auch mal eben schnell, wie ich das mache. Ist eigentlich kein Hexenwerk, aber ja, ich zeige es euch mal. Es ist auch eine unglaublich professionelle Angelegenheit, sage ich euch jetzt schon mal. Ich habe eine Kerze hier. Ich habe eine Zange, ich weiß nicht, wie man das nennt, und einen Nagel. Und den Nagel halte ich mir hier in der Zange fest. Dann erwärme ich die Spitze des Nagels. Und dann kann ich hier wunderbar Löcher reinmachen. Und das Gute ist eben, dass das Plastik dadurch geschmolzen wird. Und eben keine Plastikreste nach innen oder außen gedrückt werden, wenn ihr wisst, was ich meine. So, das reicht auch schon. Ich werde jetzt hier neue Erde reingeben. Das habe ich mir hier auf der Seite zur Seite gestellt. So, jetzt habe ich meine Erde hier drin. So, ich mache jetzt hier einfach mit meinem Finger ein Loch rein, nehme dann meine Pflanze. Gebt die in das Loch hinein. Ich hoffe, ihr könnt davon jetzt irgendwas sehen. Das ist nämlich nicht so leicht. Und dann drücke ich außenrum die Erde fest. Weil wenn wir die gleich noch gießen, sackt die ab. Und wenn wir das dann nicht festgedrückt haben, müssen wir am Ende noch voll viele Erde dazugeben quasi. So. Und Nummer 1 haben wir umgepflanzt. Ich mache mal wieder Löcher in den Deckel. Ja, ist noch nicht heiß genug. Ich weiß, das ist sehr unprofessionell, was ich jetzt hier gerade mache, aber das funktioniert einfach gut. Bis auf diese lauten Töne funktioniert das für mich eigentlich sehr gut. Und ja, weiß ich nicht. Man hat davon ja auch alles zu Hause. Deswegen mache ich das so. So, Erde für die Antenbeere. Ich mache wieder ein Loch rein. Setze meine Physalis hier rein, ganz vorsichtig. Vor allem die Wurzeln sollten möglichst nicht beschädigt werden. Wieder schön festdrücken. Dann hätten wir das auch geschafft. Dann habe ich hier eine rote Chili noch und noch eine gestreifte Aubergine. Hier könnt ihr vielleicht gerade sehen, dass das hier sehr lang ist, der Stiel, Stängel, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Das liegt entweder daran, dass es zu warm war oder dass zu wenig Sonne vorhanden war. Ich werde jetzt einfach das tiefer einpflanzen, vielleicht bis hierhin und hoffe, dass sie mir das verzeihen wird. Ich war also mit die Pflanze. Ich werde jetzt weitermachen mit diesen zwei Sachen noch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist eben die ganze Sache noch gießen. Nicht vergessen, wir haben jetzt Löcher drin. Es kann also unten raustropfen. Darum habe ich mir jetzt das drunter gestellt. Wobei das jetzt, glaube ich, bei der kleinen Menge kein Problem sein sollte. So, und das ist die letzte Pflanze.
falls euch gewundert habt, was ich meine. So, ein bisschen abgesunken hier. Der war ein bisschen schlapp schon. Das ist die Andenbeere. Wir gucken mal, vielleicht erholt sie sich ja nochmal. So, das war das. Und da das Video sehr kurz geworden wäre, ja, meine Nägel sehen jetzt super aus, ne? Habe ich gedacht, wir machen noch die IKEA-Sache hier. Ja, ich werde mir dafür jetzt erstmal hier die Gebrauchsanweisung durchlesen. Ach, guckt mal, das ist für jeden Einzelnen noch. Okay. Ich habe mir das noch gar nicht angeguckt. Wir machen das jetzt einfach mal zusammen. So, hier haben wir Petrosilium crispum. Ich nehme an, dass das krause Petersilie ist. Ja. Da sind die einzelnen Samen drin. Da haben wir eben hier noch Minze. Und Basilikum. Basilikum, toll. So, und hier haben wir eben die Anleitung. Ich werde mir das jetzt mal zu Gemüte führen. In 3 Millionen Sprachen. Ach, hier ist Deutsch. Okay. So, für beste Ergebnisse zwischen März und September aussehen. Da sind wir ja schon mal gut dabei. So, alle Pflanzerdeblöcke in eine große Schüssel geben und gut mit 60 Milliliter Wasser vermischen. So, das hätten wir hier schon mal. Und die Pflanzblöcke, die sehen so aus. Interessante Geschichte, ich hole mir mal am besten einen Löffel. Könnt ihr sehen, wie das aufquillt? Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. So, ich werde das jetzt hier erstmal so ein bisschen versuchen zu vermischen. Das ist übrigens hier das andere Ende von einem Pfannenwender. Nee, gar nicht. Salatbesteck. Cool, ne? So professionell mache ich das. So. Ich hatte sowas letztes Jahr auch schon mal und da war das viel zu viel Erde. Gut, dass mir das jetzt einfällt, nachdem ich alles gemacht habe, aber was soll der Geiz? So, Erde hätten wir geschafft. Wie geht's denn weiter? Die Töpfe bis. Was? Ach so. Die Töpfe bis 2 bis 3 cm unter den Rand mit Erde füllen. Die Samenscheibe auf die Erde legen, die Samenscheibe mit einer dünnen Schicht Erde bedecken. Wie cool ist das denn? Das sind auch noch Saatscheiben. Das finde ich ja sehr praktisch. So, in dem Fall machen wir erstmal hier eine Riesensauerei. Also, wir werden jetzt erstmal Erde in diese Töpfchen geben. Ich habe mir jetzt hier nicht so ein tolles Handwerkzeug zurechtgelegt. Das Problem ist aber, dass gerade alle Löffel in der Spülmaschine sind. Kennt ihr das? Seid ihr manchmal auch zu faul? Selbst mit Spülmaschine, aber manchmal kommt man einfach nicht dazu. So. Ja, da geht noch ein kleines bisschen. Okidoki. Tisch ist voller Erde. So. Dann drücken wir das mal platt und ich stelle fest, dass da noch mehr geht. Oder sind das 2 bis 3 cm? Nee, eher 5 cm, oder? I don't know. Ich kann noch ganz schlecht schätzen. Na komm, ein bisschen geht noch. Das drücken wir jetzt gut fest. So, was haben wir jetzt hier? Das ist das Minzglas. Glas ist auch gut. Ich mache das mal auf. Hier sieht es schon wieder aus, ne? Gucken wir da mal rein. Oh, ich hasse das. Ah, ja, kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich nehme hier nochmal meinen Nagel zu Hilfe, um hier so reinzukommen. Jupp. Jetzt sollte das funktionieren. Aha. So, und das ist unsere Saatscheibe. Die kleinen Pünktchen, die ihr sehen könnt, sind logischerweise die Samen. So, wie gesagt, wir haben das festgedrückt. Wir legen die Saatscheibe drauf. Und dann hieß es, wir sollen ganz wenig Erde nochmal drüber geben.
Das machen wir doch einfach mal. Ja, da meine Nägel jetzt eh schon versaut sind, gehe ich da jetzt einfach mit meiner Hand rein. Zum Glück habe ich die jetzt nicht gerade frisch lackiert gehabt vorhin, in weiser Voraussicht. Da habe ich einmal mitgedacht. Gut, ne? Hallo Lisa. So. Das wäre das. Müssen wir das jetzt nochmal gießen? Die Töpfe mit Transparentfolie abdecken und an einen hellen, warmen Platz 12 bis 22 Grad stellen, zum Beispiel in die bla 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 bla. Die Erde feucht halten, aber nicht zu viel gießen. Folie entfernen, wenn die Setzlinge zu keimen beginnen. Eigentlich genauso, wie ich das mit all meinen Samen mache. Die Töpfe ab und zu drehen, da Pflanzen in der Regel zum Licht hinwachsen. Die Kräuter können nach 10 bis 12 Wochen geerntet werden. Genügend Blätter stehen lassen, damit die Pflanze weiter wachsen kann. Okay, ja, das mache ich dann jetzt nochmal mit den drei anderen Pflanzen noch. Und dann sehen wir es gleich wieder. So, da haben wir die drei. Mit der Erde ist doch ganz gut hingekommen. Was mir jetzt eingefallen ist, Basilikum ist ja nicht Keimer. Ich habe jetzt Erde drauf gemacht. Schauen wir mal, ob das trotzdem was wird. Weil wenn ich die Erde jetzt wegfrieme, zerreiße ich die Folie und nicht die Folie, wie heißt das? Die Saatscheibe. Und das wäre weniger gut. So. Wir machen da jetzt Folie drüber und wir machen das einfach wie beim letzten Mal auch. Wenn wir es hinkriegen. So, wir machen da ein Gummiband drum. Und fertig. Das kommt jetzt in die Küche, weil da ist es am wärmsten. Nicht am wärmsten, aber halt am wärmsten, wo ein Fenster ist. Schlafzimmer habe ich fast nie die Heizung an. In meinem Zimmer auch so gut wie nie. Und im Wohnzimmer habe ich keine Fensterbank, die am Fenster ist, richtig am Fenster ist. Darum kommt das in die Küche. So. Das hier ist die Petersilie, wenn ich mich nicht irre. Und zu guter Letzt noch die Minze. So. Das war's gleich auch schon. Ich habe gedacht, ja, verliere den Gummi. Ich habe gedacht, es ist ein bisschen kurz, wenn ich nur das mit dem Pikieren zeige. Darum haben wir das hier noch gemacht. Und das wollte ich ja eh mit euch zusammen machen. Das haben wir jetzt getan. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und vielleicht hat es euch weitergeholfen. Wenn ihr diese Teile hier auch habt, könnt ihr mir mal Bescheid sagen. Und vielleicht wird das ja was. Letztes Jahr hat es ganz gut geklappt, bis sie dann von meinem Freund vergessen wurden zu gießen. Gucken wir mal, wie es dieses Jahr klappt. Auf jeden Fall sage ich euch schon mal vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns ganz bald wieder.